Taxi gerufen. Ja, Mann. Konja Goldstein hat einen Millionendeal unterschrieben. Das ist natürlich falsch. Stimmt natürlich nicht. Was macht er da? Ich wollte schnell Tschüss sagen für diesen unglaublich sagenhaft guten Service. Küss deine Augen. So, Friends, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum neuen Vlog. Wir sind hier in Genua am Flughafen gelandet, gestrandet, würde ich mal sagen. Normalerweise sollte uns da ein Mietwagen erwarten. Wir haben aber den hier. Was machen wir hier? Kolja hat uns hier eingeladen. Er will einen wunderbaren Tag mit uns in die Toskana verbringen. Mama Mia. Wie wir alle wissen, hat er auch vor kurzem seinen Major Deal unterschrieben bei Universal. Und ich versuche ihn an diesem wunderbaren Tag herauszulocken, wie viele Rosinen dabei rausgesprungen sind. Wie wir jetzt wegkommen, wir haben Kolja angerufen, der holt uns jetzt ab. Und nach seinem letzten Release erwarte ich den jetzt mit einem R6. Da ist er. Nee, war er nicht. Also hier in der Toskana fahren sie auch den R6. Wahnsinn. 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 Hat jemand Taxi gerufen? Ja, Mann. Grüß dich. Grüß dich. Unsere Reiseplanung ist im Sande verlaufen. Wie geht's? Ja, das geht. Ja, alles gut. Wunderbar. Kann mich nicht beschweren. Jetzt habe ich draufgedrückt extra für euch, doch? Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier in der Toskana auch den RS fahren. Ja, ja, RS Audi-Bande. Ne? Alles im Zeichen des Release. Wahnsinn. Ja, komm, pack die Sachen ein. Dann ziehen wir durch, komm. Oder? Fahren gerade durch Berge. Kann das sein? Ja. Fast durch Berge. Jetzt kommt Küste, also entlang der Küste. Immer geradeaus, 100 Kilometer, also eine Stunde. So, hast du gut geschlafen, Tristan? Ja, die Nacht war sehr kurz. Sehr kurz. Ja, du, grüß dich, Shadow. Grüß dich, hast du gut geschlafen? Ja, wunderbar geschlafen. Ja? Und bei dir? Auch, danke. Habt ihr gut geschlafen? Ich habe auch gut geschlafen. Ein bisschen kurz, aber gut. Du hast ja gestern mit mir im Auto schon geschlafen. Das hast du nicht gefilmt, oder? Nein. Ist kurz weg. Was machen wir? Hier kann man auch gleich eine Runde pennen, oder? Ja, hier kann man sehr gut entspannen. Also, ich mache ja den großen Sommerurlaub. Wir sind hier bei meinem favorisierten Beachclub in Italien. Beachclub klingt immer ein bisschen so vornehm, ist es nicht. Klingt sehr fancy. Ist sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr gut zu essen. Und mit dem Beachclub gibt es auch ein Haus hier in den Bergen, also eine Villa. Da waren wir jetzt 5 Tage, jetzt haben wir ein bisschen verlängert, weil ihr gekommen seid, sind wir jetzt umgezogen nach Lucca. Aber normalerweise gehört der Beachclub und das Haus zusammen. Und hier kann man sehr gut essen, sehr, sehr frisch. Und werdet ihr gleich sehen, sehr, sehr gute Location, sehr schöner Strand und Ruhe. Nicht viele Leute. Das hört sich sehr gut an. Wir gehen jetzt erstmal essen und dann schauen wir, was wir rauslocken können. Hier entspannt der Kolja also. Hä? Ja. Wenn du nicht unterwegs bist, nicht auf Achse, nicht deine Dinger drehst, bist du hier am Entspannen. Dann habe ich hier meine 2 Stühle oder 3 Stühle und hier habe ich meine 2 Liegen. Ja. Und dann siehst du ja die große Distanz und dann bleibe ich hier ein bisschen sitzen. Soll ich noch was essen, würde ich sagen, oder? Das hört sich sehr gut an. Ich habe wirklich Bärenhunger, traumhafte Aussicht. Kann nur gut werden. Let's go. Eine toskanische Pizza, hä? Hast du ja schon mehrmals bewiesen, dass du wirklich ein Feinschmecker bist. Ja, ja, hier ist schon wirklich sensationell gut. Also ich würde euch nicht einladen, wenn es nicht wirklich sensationell wäre. Also ja, ganz normal, hier gibt es verschiedene Pizzen, Pasta und alles sehr hochwertig. Das jetzt mit Zucchiniblüten und Sardinencreme. Ich muss die Pasta, die richtigen Worte dafür finden. Das ging mir gerade durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Das ist ja wirklich einmal nichts. Ich habe das schon doppelt umgeklappt jetzt. Ne? Das ist wie so ein Keks. Zeitungspapier. Und die Zucchini-Blüte, da kommt richtig Zucchini durch. Ne? Also wirklich top kombiniert. Ja. Beim letzten Treffen hast du gesagt, frag, was du willst. Ja, Bruder. Heute habe ich wieder 1-2 Fragen. Mach mal. Und sie gehen mir schon seit letztem Mal nicht aus dem Kopf. Jetzt gleich beim nächsten Gang. Nimm erstmal einen Schluck. Hast du keinen geschlafen, Bruder? Nimm erstmal einen Schluck. Super. Mama Mia, ich liebe die italienische Küche. Was haben wir denn da? Mit Trüffel hat er hier nicht gespart, oder? Mit Trüffel und Garnelen. Ist sehr, 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 sehr gut. Sensationell. Risotto. Und hier dein Frutti de Mare. In der Kombination habe ich das noch nie gegessen. Trüffel mit Krabben und Spaghetti. Wollt ihr eigentlich in München zu meinem Lieblingsitaliener geben? Ja.
wo wir letztes Mal in München waren, haben wir aber noch Chilab gegessen. Und dieses Gericht habe ich da gegessen. Dann habe ich ihn gefragt, Digga, wo kommt denn das her? Garnelen und Trüffel zusammen, das gibt's doch gar nicht. Dann sagt er zu mir, hier beim Gilda Beach. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da jetzt zufällig in ein paar Wochen. Und deswegen konnte ich das Gericht jetzt hier überprüfen. Bist du das Gericht hinterhergefahren, ne? Genau. Auf den Ursprung von dieser Trüffel-Krabben-Gericht. Sensationell. Das ist genau dein Ding, Tristan. Das ist genau dein Ding, Tristan. Hier läuft da Wasser schon im Mund zusammen. Das ist richtig Susi und Strolch-Moment jetzt. Habibi, allen auf Romantik, Habibi. Bismillah. Diese beiden Kombos ist mir noch nie untergelaufen. Du weißt, ich reise sehr viel. Ich komme sehr viel rum. Wir probieren immer gerne wieder was Neues aus, aber das ist krank. Wenn du hier auch dann bist, mal für 2-3 Wochen mit der Familie die Füße in den Sand steckst. Ich werde auf jeden Fall mit der Familie noch mal hinkommen. Auf jeden Fall. Inshallah, Bruder. Ja, inshallah. Dann winke ich dir zu, so von der einen Liege winke ich dir dann rüber so, hey. Ich bin immer hier, Bruder. Immer August bin ich hier und Juli bin ich immer in Südfrankreich. Bist du mal herzlich willkommen und dann wink mir mal zu. Ich werde dir auf jeden Fall Urlaub machen. Einmal richtig schön Ruhe genießen, leckeres Essen, mehr, was willst du noch? Ja. Hast du schon probiert? Jeden Tag eins gegessen. Ist das Solero, was er da drüber gemacht hat? Das ist doch sehr, sehr, sehr fruchtig. Weißt du? Kolja, wir wissen alle, du bist Koch. Du hast Geschmack. Aber wie hat sich diese Liebe zu dieser feinen Gourmet-Küche entwickelt? Ja, gutes Essen, ne? Also gut essen für nicht klein. Ja, gutes Essen. Ich kenne einige Köche, die auch gutes Essen feiern. Dann sind die aber auch so an so einer guten Dönerbude, sag ich mal. Ich gehe auch guten Döner essen, aber dann muss ich halt, das gibt's halt bei uns in Holland nicht. Da muss ich, wenn ich in Berlin bin, gehe ich Döner essen. Aber muss ich dir ehrlich sagen, ich habe letztes Mal so eine Tour gemacht. Ich war ja 4-5 Tage in Berlin. Ja. Und habe ich so alles ausprobiert. Auch die namhaften. Ich will jetzt keinem schädigen, deswegen sage ich es nicht. Aber ich habe auch die großen ausprobiert. Muss ehrlich sagen, war nicht echt überzeugt. Haben Sie dich enttäuscht, die Berliner? Nicht enttäuscht, aber weißt du, die Erwartungshaltung ist auch wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel deswegen, ich sage auch nie von, genau, ich sag nie von vornherein. Also wir gehen zum Beispiel nach Amsterdam zu Red's Kitchen oder wir kommen Cevapcici essen oder hierhin, dann sage ich nicht zu dir noch 10 Mal, das ist das Krasseste, was du jemals. Ja, das macht man nicht, weil wenn die Erwartungshaltung so hoch ist, dann kannst du dir nur schwierig gerecht werden. Das war halt so diese Berliner Namen, das wurde immer so zur Legende, dieser Döner. Ja, ist das nicht schön? Geht einfach nicht raus. Am Ende die einfachen Sachen sind am schönsten. Wenn du im Gefängnis sitzt, dann denkst du ja auch nicht an Steak mit dem Blattkohl. Dann denke ich auch nicht an sowas. Dann denke ich wirklich an Döner. Ja, dann willst du es ganz simpel halten. Ja. Und so einen schönen kalten Eistee. Das ist auch immer. Du hast jetzt hier schon das Dessert auf? Da habe ich die ganze Zeit erfahren, wie viel Geld ich von den Universität bekommen habe. Ja, dann machen wir gleich in Ruhe. Wir essen das erstmal. Wir haben einen Fehler gemacht, Bruder. Schau mal, ich sag dir ehrlich, Fehler gemacht. Die haben geschrieben. Was haben die? Gestern habe ich. Vorgestern war das. Was haben wo dieser Deal mit Universal kam, ich muss das vorlesen, ich zeig das mal. Lebe bekannt, Kolja Goldstein hat einen Millionen-Deal unterschrieben. Wer war das denn? Raptastisch, ne? Ja, yeah, das ist natürlich falsch. Stimmt natürlich nicht. Es war ein Multimillionen-Deal. Wie ist der Apfelkuchen, Charo? Der ist sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja? Sehr, sehr lecker. Das ist natürlich, also ich habe das ganz oft, dass natürlich ich Telegram-Gruppe so aufmachen möchte, um mit den Leuten zu kommunizieren. Das geht ja gar nicht, weil ich da sofort 25 verdeckte Ermittler und Vormänner drin habe. Aber das heutzutage ist es ja normal. Ist ja auch wirklich, jeder ist ja heute auch wirklich, der Informationen weitergibt. Also jeder ist ja eine Vormänner. Eigentlich, ich sag mal so, heutzutage, ich glaube, Vormänner werden auch nach und nach immer mehr und mehr abgeschafft, weil die brauchen sie gar nicht mehr. Ja. Wir geben so schon vor alleine viel Preis. Ja. Weißt du, das hat sich ja so entwickelt. Social Media. Richtiger G, der lässt sich ja nirgendwo blicken. Also die Leute, die ich kenne, die wirklich ganz, ganz vorne mitspielen. Gibt's nicht mal ein Foto. Der hat höchstens ein Wegwerf-Handy und das war's. Ja, aber da gibt's auch nicht mal ein Foto. Also ich war, sag mal, derjenige, den ich kenne, der so am stärksten ist, in Amsterdam oder so, ich habe den kennengelernt, da war eine Hochzeit von einem Marokkaner, da war der auch gekommen. Da haben die gleich, die filmen das mal mit Drohne und so. Mhm. Da mussten die gleich die Drohne runterholen. Der ist dann unter einen Baum stehen gegangen, der kam dann mit zwei Leuten, die auf den aufgepasst haben. Da hat er so 10 Minuten geschaut, das war dann gut, dann ist er wieder gegangen. Von denen gibt es kein Foto. Ist natürlich, die sind kein Instagram, die nehmen das dann auch sehr ernst, gell? Das interessiert die auch nicht. Also was ich oft habe, dass ich halt oft, ich sitze so im Auto oder so und meine Frau ist auch mega gut.
Mhm. Also meine Frau sieht sofort. Sie sagt, ey, guck links. Mhm. Also sie, weil sie es ja schon seit langem auch kennt. Und also ich muss ehrlich sagen, es passiert mir jetzt schon regelmäßig, dass ich dann kurz links und rechts, oh fuck man, du bist wieder in der Observation gelandet. Mhm. So, weißt du, meine, sie sind da wieder. Und manchmal filme ich die auch und so. Manchmal denke ich mir, lieber vielleicht nicht provozieren. Ja, weil die sollen nicht machen, was sie wollen. Ich lade sie auch noch zum Essen ein. Kommt, Schabab, Walla, ihr braucht nicht beschatten oder irgendwo da in die Ecke sitzen. Kommt vorbei, ich koche für euch. Kommt bei Charo bei mir, kommt auf gar keinen Fall vorbei, verschwindet von mir. Alles. Ja. Tristan, warst du noch nie in so einer Situation, ne? Tristan kam zum Schluss, der hat noch ein paar Spuren noch beseitigt. Das kann man jetzt erzählen. Das kann man, du brauchst jetzt nicht geschockt zu kommen. Echt, ja? Klar. Ja, erzähl mal. Das ist ja schon lange noch, schon längst verjährt. Wo ich festgenommen worden bin, hat der Tristan noch ein paar Spuren beseitigt. Echt? Was für Spuren hast du? Ein paar Beweismittel. Ja, hast du vernichtet. Und du wusstest, wie das funktionieren muss? Oder habt ihr das da im Vorfeld abgesprochen? Nee. Learning by doing. Learning by doing. Eigentlich habe ich nur die Wohnung ausgeräumt und dabei habe ich die Beweismittel gefunden. Ja, so der Klassiker. Was die Idioten nicht gefunden haben damals. Die sind mega schlecht im Durchsuchen. Ja, das waren so viele auch sind, ne? Ja. Also bei mir ist zum Beispiel so gewesen, bei der letzten Verhaftung hatte ich so, ich hatte ja schon eine laufende Bewährung und da hatte ich so 500-Euro-Scheine, nicht vielleicht 5.000, 6.000 Euro, hatte ich so klein gefaltet und 50 Gramm oder 30 Gramm Hasch. Mhm. Und das hatte ich oben auf dem Wohnzimmer auf meine Lampe draufgelegt. Und jetzt kamen die mit, also natürlich Sondereinsatzkommando kam, oder wie das heißt, ein mobiles Einsatzkommando, die haben die ganze Tür aufgerammt, haben mich da festgenommen. Und dann gehen die ja. Und dann kam erstmal. Haben sie dich nicht mitgenommen? Nee, die haben mich schon mitgenommen. Aber die sind dann aus der Wohnung raus und dann kamen ja da der leitende Beamte vom Kriminalfachdezernat 8 für Rauschgiftkriminalität. Da kamen dann 5, 6 Mann vorbei und dann noch 2, 3 andere Polizisten, der Jurystaatsanwalt und so vielleicht, ich weiß nicht, wer dabei war. Dann standen die mit 12 Mann in meiner Bude und haben alles durchsucht. Mhm. Aber ich saß im Wohnzimmer mit Handschellen und ich habe die ganze Zeit geguckt, ob sie auf die Lampe schauen. Haben sie nicht gemacht. Weil es so viele Leute sind. Wenn zu viele das tun, sind sie nicht gut. Wenn du und ich das machen und ich sag zu dir, du machst nur diesen Raum, ich mach nur diesen Raum, da kann man das Beste sein, wenn wir 10 Leute kommen. Bei und mir, da. Mich haben sie damals direkt mitgenommen. Ich durfte nicht zugucken. Ja? Ja. Ich bin angekommen, die haben direkt ein Auto reingefahren, rausgezogen, Decke über dem Kopf, noch mal 2, 3 Mal reingematcht. Bei diesem Ding, wo ich hatte, hatte ich keinen Haftbefehl. Das war Haftbefehl. Gefahrenverzug. Mein Ex-Mitäter hat jemanden erpresst in der Nacht davor. Mhm. Und der hat die Polizei gerufen, da sind die morgens schon vorbeigekommen. Mhm. Und ich lag damals noch mit einer Alten im Bett. Alter. Das war auch nicht so geil. Na, ich bin gerade vom Zahnarzt gekommen. Ja? Und ins Auto eingestiegen, oder was? Und ich bin gerade also vom Zahnarzt raus, da hatte ich auch schon mal in einem anderen Interview erzählt. Zahnarzt fertig, steige im Auto ein, will nach Hause fahren. Und dann gerade bei mir so, ich will parken, sehe auf einmal Vito mit Kuhfänger. Ich so, dann will der anhalten, der Idiot. Ich so, hä? Der fährt ganz schön schnell. Kaum so ausgedacht, bumm, war der im Auto drin. In den Auto reingefahren. Mhm. Dann hast du dich schon im Rückspiegel, Seitenspiegel von überall gesehen. Die haben dich schon die ganze Zeit auf die Maske gehabt. Ja, sind schon kleine Dreckschweine. Bei uns sind die mehr, bei uns sieht man Sticker, bei uns sind diese hinterlistiger. Siehst du nicht, sind einfach so OT heißt man, Observationsteam. Sind dann mit so Basecaps und so Poloshirts, haben diese Umhängetaschen. Und dann die gehen einfach über Jahre lang, dass sie, wenn sie Leute verdächtigen, da tanzen. Also, es gibt auch welche, die sitzen in die Büsche wirklich, ne? Ja, und beobachten nicht. So, Friends, wir jumpen jetzt nochmal ins Meer und danach gehen wir in die Berge. Bis gleich. Schönen guten Abend, Leute. Der Tristan will ein Mini-Intro haben. Wir sitzen hier schon wieder zum Abendessen. Wunderbares Steak. Ich glaube, Nusret könnte sich hier die ein oder andere Scheibe abschneiden. Ja, mit Sicherheit. Das kann man gar nicht vergleichen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wir sind heute bei meinem Stamm-Italiener, wo ich hinkomme, mein Steak essen in Italien. Da muss Nusret muss noch lernen, viel, muss zur Schule gehen. Und wir sind jetzt gerade in den Bergen von der Toskana, glaube ich. Okay. Richtig? Ja, das ist ja hier Filet. Und das Ribeye. Ja? Wie Filet Ribeye? Ja, das ist der T-Bone, also T-Knochen. Und hier ist das Filet drin und hier ist das Ribeye-Steak drin. Ah, jetzt haben wir wieder was dazugelernt. Und der Trick ist jetzt, bitte, das so zu braten, dass man auf beiden das sehr gut aussieht. So.
Erwartest du noch jemand, so stürmt gleich das SDK hier in die Bude, so entspann dich, wir essen in Ruhe. Ich bin immer unter Strom, immer schneller am Essen. Ja, das ist mir beim letzten Video aufgefallen. Und? Wie viel haben die überwiesen? Finanzamt, oder? Null. Grüße ans Finanzamt. Ich denke, heute werden wir nicht die genaue Zahl erfahren, die du für deinen Major-Deal bekommen hast. Was einmal darf er schätzen und anhand meines Gesichtsausdrucks kann man sehen, ob er nah dran ist. 6,5. Also wie gesagt, ich glaube, wir werden die exakte Zahl heute nicht herausfinden. Aber komm, jetzt die Musik. Dient das für dich auch so als Sprungbrett, so vielleicht auch jetzt so von dem abzuwenden, wovon du gerade auch so rappst? Ich mach doch alles auch für meine Familie, für meine Frau, meinen Sohn. Meine Frau ist wieder schwanger, es kommt noch ein zweites Kind. Mhm. Für Verantwortung, aber wir haben schon alles vor und zurück. Ich bin auf der Straße schon Millionär geworden. Ich bin auch in den Knast gegangen und ich bin auch im offiziellen Geschäft Millionär geworden. Aber jetzt hier schon mal, die Musik läuft doch richtig gut. Ist das jetzt kein guter Zeitpunkt, wo man sagt so, ey, okay, so jetzt ist Cut? Nein. Ich hab's gelebt, ein bisschen und ist gut. Nein. Es ist in einem drin. Was soll ich jetzt hingeben? Kolja ist hungrig. Bleib mit den Leuten. Der Kolja ist hungrig. Du hast noch ein Stück Fleisch haben. Ich muss mal Leute auch noch hochziehen, oder? Mhm. Ich hab noch ein paar Leute mit mir. Die muss ich auch noch hochbringen. Wir sind dazu verpflichtet auch, wo wir herkommen. Leute mitzuziehen, ne? Genau, machst du ja auch. Ja, absolut. Nur leider, diese Werte gehen auch immer mehr und mehr verloren, ne? Aber uns wir heute Mittag am Stand ja drüber unterhalten. Ja. Was für Werte sind denn wichtig für dich? Hm? Was für Werte meinst du? Loyal, treu und wirklich so zu seinem Wort stehen, ne? Das A und O. Das ist ja schwierig, weil alles sehr schnelllebig. Alles ist sehr, sag mal, ist nicht mehr wie früher. Diese alte Schule, diese, wir sagen was, wir machen was, das gibt's nicht mehr so oft. Von daher würde ich auch immer vorschlagen, am besten immer mit der Familie dranbleiben. Family first. Und, das ist das Wichtigste, Family. Das ist das, woraus ich so meine Lehren gezogen habe. Das ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Absolut. Also der Glaube an Gott und meine Familie. Und auch immer an sich selbst glauben. Na, auch viele nicht. Verlassen sich auf irgendwelche anderen Leute. Wer ist noch in Ruhe auf? Wir sehen uns gleich, Tristan hat auch schon Hunger, der arme Junge. Er will zu Papa kommen, nimm ihn mal. Buchrate Dauer, alles gut mit Ciao. Haben wir einen leckeren Slap auf nicht? Hm? Bin ich wach geworden. Okay, also. Fleisch. Ja, Tristan wollte unbedingt, dass wir nochmal drauf eingehen. Und er hat recht. Das Fleisch ist wirklich grandios. Guck mal, so dick. Und das ist wirklich butterweich, das geht auf die Zunge. Hat eine leicht salzige Note und die Röstaromen, grandios. Der holt das Fleisch eigentlich von da hinten, im wahrsten Sinne des Wortes, also hier in den Bergen. Ja. Ja, 35, 40 Kilometer von hier. Mhm. Ist eine Farm und jedes Rind, was hier ist, hat auch einen Namen. Gesundheit, also mein Lieber. Das Rind ist auf jeden Fall kein gesund gewesen. Genau, und der hat immer so ein Fähnchen da hinten, da steht der Name drauf und ja, die haben... Ach so, du kannst jetzt wissen, wie das Team hieß. Wie das Team hier ist. Und eine gute, ich glaube, die Veganer lieben uns gerade, Kolja, aber das gehört nochmal dazu zur Menschheit, ne? Ja, so sieht's aus. Ja. Schön, rosa, butterweich. Ja. Da musst du nicht lange drauf rumkommen, das zergeht wirklich so im Gaumen. Okay, prüf auf nicht. Ich glaube, der ist Veganer. Ja. Aber Mama, sit auf. Der will nur Filet. Das war jetzt Ding. Der will nur das Gute Entrecot, haben, ja. Der Sick verpisst sich mit dem Entrecot, gibt das Filet, oder? Ein wunderbarer Tag wird hier mit was Süßem beendet, zelebriert. Und zwar nämlich mein Sohn, der sagt uns jetzt Tschüss. Sag du, du auch. Du, 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 du. Okay, also wir sind heute hier in Rom, in der Hauptstadt von Italien. Und wir wollen jetzt was essen gehen in einer meiner Lieblingsrestaurants. Problematisch, ja, das wollte ich gerade sagen, problematisch konnte es werden. Hast du einen Führerschein? Ja. Hast du einen Führerschein? Ja.
Ja. Ich auch. Und jetzt müssen wir uns erstmal Fortbewegungsmittel holen. Und in Italien kommt man am besten mit einer Vespa voran, wa? Die habe ich auch gehört. Ich habe sogar eine in Holland, aber ich glaube, wir holen uns so ein Oldschool-Modell, oder? Wir holen uns so ein originale, wir versuchen, originale Vespa zu organisieren. Ohne Dokumente. Alles auf Halal-Basis und ja, dann machen wir die Stadt unsicher, so Halal-Angels-mäßig. Ja, ja. Ja, das Gleiche. Heute ist ja Maria Himmelfahrt. Genau. Christi Himmelfahrt heißt es, oder ist es Maria Himmelfahrt? Es ist, glaube ich, nicht Christi Himmelfahrt. Nee. Weiß ich nicht. Da können die Leute in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall Maria Himmelfahrt ist heute in Italien. Und dementsprechend ist das ein bisschen ruhiger. Hey, wir nehmen die in Rot. Kolja, ja. Wir nehmen die in Rot. Ich nehme Schwarz, Bruder. Nein, Rot, Mann. Und auch Babyblau. Drei ist Rote. Auch geil. Drei Rote. Babyblau ist auch geil. Also der Amerikaner, der ist von allen guten Geistern verlassen. Der will hier was anmieten, möchte damit fahren. Der kann nicht mal anfahren, also das ist ja ohne Schaltung oder so. Und er möchte sich jetzt auch noch in öffentliche Wege begeben. Das sehe ich als äußerst kritisch. Wir schauen jetzt mal. Also jetzt geht's los. Schau, 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 schau. Hey! Ja. Jetzt geht's, dann mach's doch mal, pass auf. Hey! Also hier, beim Roller vermieten, da geht einiges, er macht gute Erfahrungen. Perfekt. Was ist das eigentlich? Das ist deine Jacke da hinten, Charo, oder was? Das ist meine Kutte, das steht doch drauf, Kutte. So, finito, Alhamdulillah, finito, capito. Let's go, ja? Manöver! Charo, was ist mit Charo eigentlich? Charo Kopf. Das ist nur was anderes, das ist nicht Zentrum. Dann egal, lass mal anders. Dann müssen wir gleich Kolosseum fahren, dann alles offen. Ja, und dann lass Kolosseum fahren. Ja! Feiertag in Italien. Hier hat fast alles zu, ne? Leider sind echt alles zu, ne? Ja, ja, fast alles. Wir sind gerade an einer Pizzeria vorbeigelaufen. Sollen wir da versuchen oder zu voll? Also versuchen. Ja, ich hab Hunger. Was ist mit dir? Ja, sehr hungrig. So, Friends, wir sind jetzt bei einigen heißen Kurven hier durch rumgefahren und an dieser Pizzeria sind wir stehen geblieben. Die Schlange spricht einfach für sich. Denn heute ist auch Feiertag und die meisten Restaurants haben zu. Und unter anderem auch das Lieblingsrestaurant von Kolja. Und ich hoffe, hier werden wir immer noch mit gutem Essen versorgt. Und wir werden uns dann nochmal natürlich nett dabei unterhalten. Wer hat dich erkannt? Wer hat mich erkannt, ja. Roland hat dich erkannt. And what video you see from me? What, which video you see from me? I don't remember, but I remember your face. Yeah, I don't know why, but I remember your face. This is okay. international baron. Your knees. Yes. Please. No, yourself. Okay. Warte. Ja, Bismillah, ich schneide die Pizza schon mal hier an. Bismillah. Die ist jetzt nur in Käse und Pfeffer, ne? Deine Pasta. Mhm. Was sie schmecken, Habibi. Bon Appetit. Sagst du, die können was da nicht passen? Ja. Halt unspektakulär, so wie es sein muss, so wie es sich gehört. Also manchmal ist, ich sag das immer weniger wieder, umso weniger, umso besser. Ja. Das ist jetzt nur Pasta, Käse, Butter, Pfeffer. Bismillah. Ist gut, aber ich stehe lieber auf fruchtig. Was heißt fruchtig? Tomaten. Da sollte auf jeden Fall eine Tomatensoße mit dabei. Ja? Ja. Also weiße Soße. Mhm. Aber okay. Das ist zu der hier. Komm, probier mal hier. Bismillah. Ich mag lieber Tomatensoße, rote Tomatensoße. Das ist mir lieber. Hier ist auch keine Tomatensoße drauf. Mhm. Also nur Mozzarella und Pistazien. Unspektakulär, aber gut. Die könnte ich gut zum Frühstück vorstellen. Zum Frühstück? Die zum Frühstück wäre Killer. Kennst du nicht meine Ich? Wir haben doch meine Ich zum Frühstück. Das gibt es einmal mit Käse und dann gibt es das nochmal mit Thymian, Olivenöl, Sesam. Ja, das ist Zeit, ja. Deswegen die auch zum Frühstück jetzt. Gibne heißt es dabei, oder? Mhm.
Okay. Raus. Komm, was willst du sagen? Also wir waren jetzt hier beim Essen, aber die andere Hälfte ist einfach nicht angekommen. Und, sehr ärgerlich. Das heißt, wir gehen jetzt einfach. Wir haben es wieder bezahlt, so wie man es macht. Wir waren auch freundlich noch zur Kellnerin. Absolut. Aber das geht natürlich gar nicht. Hier einfach die Leute warten lassen und da hinten stehen mit Zigarette und Telefon. Das müssen wir jemand anders machen. Und deswegen machen wir weiter. Wir finden schon was Schönes. Also, Video geht weiter, ne? Küssen eure Augen. Ja, auf Kamera, oder? Du hast gesagt, du kommst aus Amsterdam, oder? Nee, ich hab gesagt, du bist aus Italien, entspann dich. Ich wollte nochmal schnell Tschüss sagen für diesen unglaublich sagenhaft guten Service. Va bene! Ja, tutto posto, grazie mille! Da steckt der Power hinter, Shababs. Alles von Sklaven aufgebaut. Sklaven. Ja, scheiße. Wie alles heute, wer nach Nürnberg geht und sich da alles anschaut, die ganze Zeppelinfeld und alles, die großen monumentalen Gebäude in der europäischen Geschichte und in Amerika natürlich alles nur von Sklaven gebaut, auf den Schweiß, das Blut, das Tränen von anderen. Jetzt wisst ihr es. Eine Katastrophe. Also, das ist heute. Ja, das T-Shirt macht heute aller Ehre, ne? Ehrlich. Ich schwör, ich zerreiß das. Wir haben extra nachgeschaut, war geöffnet. Und das wird leider nichts. Ein sensationelles Café. Oh, no Foto. Io con voi. Ah, ja, no, die ist berühmt. No, in me. Io. Pass auf deine Hosentaschen auf. Hast deine Ruhe mit? Wetter. Grüezi. Grazie. Auf jeden Fall gehen wir jetzt, müssen wir da einen Kaffee trinken, wo wir gerade waren, müssen wir klein beileben. Bei der Dame, ne? Die war ganz freundlich, aber das ist eigentlich das Café. Ah, ich würde vorschlagen, wir nehmen den und setzen uns ein bisschen da draußen, oder? Ja, so machen wir es. Weil die Luft ist gerade hier wirklich sehr angenehm. Mega. Nicht nur die Luft, ich sehe auch andere schöne Dinge. Auch die Schabab. Architektonisch. Ciao, Bellos. So, Kolja. Wir haben jetzt hier wunderbare Tage miteinander verbracht, sehr entspannt. Wir haben uns auch mal noch näher kennenlernen können. Und bei mir in der Community unter meinen Videos, wenn ich die hochlade, sind da manchmal Kommentare so, ey, Charo, wie kannst du das vereinbaren? Vereinbaren mit was meinst du genau? Sagen so zum Beispiel, Charo, wie kann man das so supporten, diese Kriminalität und. Und meine Frage ist so an dich, so könntest du dir mal vorstellen, später mal auch nur von der Musik zu leben und so. Also, ich muss erst mal so grundlegend dazu sagen, dass wenn ich jetzt Musik machen würde, wo ich zum Beispiel andere Leute anregen würde, Jugendliche, junge Leute zum Drogenkonsum, ich sage, ich nehm Drogen, nimm das auch mal. Oder das Frauen. Gibt's ja auch, ne? Genau. Das gibt's ja auch. Jedem das eine. Ja. Oder wenn einer sagt, ja, alle Frauen sind schlecht und so, du musst Frauen wie Dreck behandeln. Wenn einer so, oder wenn ich sage, ihr müsst rausgehen, ihr müsst jemanden umbringen. Oder so, verstehst du, wenn ich diese Sachen sagen würde, dann würde ich das verstehen. Aber das mache ich ja gar nicht. Sondern ich sage den Leuten einfach, ich bin da wo zurechtgekommen in einer Szene, wo Leute sich mit illegalen Aktivitäten beschäftigen, ihren Lebensunterhalt, sagen wir mal, auf nicht redliche Weise verdienen. Und ich erzähle den Leuten aber 360 Grad davon. Das heißt, das natürlich sehr viel, das entertaint die Leute natürlich sehr viel, wenn ich sage, ja, der und der, dem ist das und das passiert. Aber es ist ja die Wahrheit. Ich sage den Leuten, wenn du da rein willst, in dieses Milieu, in dieses Metier, wenn du da mitarbeiten wirst, dann wirst du auch früh oder lang, endet das ja in den Songs immer gleich. Die Leute gehen für immer rein. Ich sage, ja, das ist für Jeffrey, der lebenslang macht. Oder die sterben. Oder die sterben. Und das ist halt die Wahrheit. Das wird halt auch früher oder lang, wenn sich jemand dazu entscheidet, Vollgas rein, also Vollgas da mitzuspielen. Gibt es ja mittlerweile auch viele Jungs, die da auf ihrem Film sind. Das wird halt nicht gut ausgehen. So, das, was ich halt sage, ich sehe das so. Und ich persönlich muss dazu sagen, dass ein großer Teil von meinem Privatleben einfach sich da abspielt. Also das heißt, meine Freunde das andere sage ich jetzt mal nicht, aber auf jeden Fall auch Freunde von mir da dabei sind. Und ich immer mit denen gutes Band habe und ich immer mit den Leuten befreundet bleibe. Mhm. Aber natürlich, muss du so sehen, habe ich eine große Verantwortung. Ich habe also eine Familie, ich habe eine Frau,
Ich habe ein Kind, ich habe es auch in dem Video schon mal gesagt, ja, meine Frau ist wieder schwanger. Ich habe eine große Verantwortung. Und dass ich halt jetzt rausgehe und mich noch mit irgendwelchen Sachen, also ich wurde vor kurzer Zeit gab es ein, zwei Vorfälle, wo ich auch da an Tisch, also da gab es Probleme mit einer unangenehmen Situation gekommen in Amsterdam und du musste die ganze Truppe von uns, da gab es eine Zusammenkunft, da wurden auch schwere Worte wurden da gesprochen. Da habe ich ja Leuten auch gesagt, also ich kann mich da nicht mehr so damit beschäftigen. Ich kann die Leute, sind meine Freunde, auch immer unterstützen, aber auf geschäftliche Hinsicht kann ich mich da nicht mehr zu sehr involvieren, weil ich natürlich mit der Musik auch eine Möglichkeit habe. Und man darf auch nie vergessen, wo ich im Knast gesessen bin, wo ich rausgekommen bin. Da war das eigentlich immer mein Traum, weißt du, gute Musik zu machen, mein Ziel. Und ich bin an einer Stelle jetzt angekommen, wo jeder mit mir tauschen will. Also jeder sagt, ich würde auch gerne Musik. Es gibt so viele Leute, die diesen Traum verfolgen. Und das jetzt einfach für ein paar Geschäfte, für die schnelle Markt wegzuschmeißen, das ist mir das nicht wert. Deswegen für mich persönlich, die Musik nehme ich sehr ernst und setze da auch drauf. Und kann davon auch gut leben. Ja. Ja, Mann, das hört sich doch wunderbar an. Also kurz zusammengefasst, du rappst über dein Umfeld und dein Leben, was so abgeht. Und es ist nicht abzusehen, also du neigst es nicht ab, dass du irgendwann mal komplett sagst, so, ey, ich drehe dem Milieu den Rücken um und lebe nur noch von der Musik. Ich lebe nur noch von der Musik, ja, natürlich. Alles andere wäre eigentlich eine Schweinerei, weißt du, wenn ich jetzt noch andere Sachen finanzieren würde und mich mit anderen Sachen beschäftigen würde. Ja. Und das bringt ja alles nur früher oder später Unruhe. Zum Beispiel in Amerika gibt es ja Future, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das ist ein Rapper, von dieser YSL-Gang ist er der Kopf. Auch ein ganz junger Mann, ne? Rico-Code hat er jetzt bekommen und so. Der macht jetzt erstmal wahrscheinlich 30 Jahre oder so Urlaub. Und dann ist halt so die Frage, ist dir das wert, den ganzen Tag? Also ich bin immer noch draußen, ich bin immer noch an den gleichen Orten. Ich fahre immer noch jeden Tag Waterlamplein, sitze mit den Jungs rum. Der Kaffee ging immer auf mich, der geht auch immer noch auf mich für die Jüngeren und die ganzen danke, Jungs. Übrigens. Nee, ich meine nicht für euch, sondern ich meine in Amsterdam auch die normalen Jungs. Und da wird sich nichts ändern mit dem Verhältnis, aber mein Verhältnis, dass ich, wie ich mein Geld verdiene, das hat sich verändert. Ja, stark, Mann. Und Leute, ich habe auch, weil du gesagt hast, Kommentare, ich habe jetzt auch häufiger gelesen, ja, der rappt über das, was andere machen oder so. Das muss ich auch mal deutlich sagen. Also die Leute, über das, was ich erzähle, das sind wir, das ist unsere Truppe. Und niemand kann das, was ich mache, das, was ich sage, in Videos zeige und sage, niemand kann das machen von uns. Wenn das einer macht, der das weiß auch jeder. Jeder kann sich das ausmalen. Das geht nicht gut. Das geht keine zwei Wochen gut. Du hast doch voll Probleme. Ich kann das machen, weil wir die Kraft haben, weil wir Akzeptanz haben. Und bei uns gibt es niemanden, wo wir hingehen müssen, müssen sagen, ja, ich muss das absegnen lassen. Also es gibt natürlich, man muss schon darauf schauen, dass man sagt, ich will keinen anderen damit die Gefühle verletzen, was ich Sachen zeige. Es gibt auch natürlich auch Opfer, die Angehörigen oder so. Das will ich nicht machen. Aber grundsätzlich ist so, wir sind stark und das, was ich mache, kann ich machen, weil ich da mit dabei bin. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute, Mann. Und was du da gerade machst, das machst du sehr gut. Du entertainst die Leute auf wunderbare Art und Weise. Ja. Und ich feiere dich auch. Ja, ich freue mich halt so. Danke auch, die Resonanz hier sehr gut. Platz 1 heute Morgen in den Trends gewesen. Ne? Ja. Und wir machen weiter, wir arbeiten hart und ich bin, war auch schön, dass ihr auch gekommen seid, dass ihr vorbeigeschaut habt, dass sehr, sehr ihr gerne. Quasi euch die Zeit genommen habt, dass wir ein bisschen so uns kennenlernen konnten, noch näher. War wunderbar, Mann. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Mann, mir auch, ja. So, Kaffee ist ausgetrunken, braucht die Kippe noch auf und dann geht das Eis heute auf mich. Okay, danke schön. Ja. Friends, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst uns auf jeden Fall ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Grüße, ciao, ciao.